Nicht mehr brauchen, können wir wieder zurück tun, das ist gar kein Problem. Essenstechnisch schaut es auch noch gut aus und die ganzen Viecher hier laufen alle amok. Das ist ja toll. Naja, egal. Die Musik passt auch super zusammen. Gerade eben voll hektisch und voll actionreich und dann so voll ruhig auf einmal. Die Dungeon Siege Musik. Wahrscheinlich habt ihr es mittlerweile schon rausbekommen, dass es von Dungeon Siege letztens in der Höhle war. Da haben wir wieder ein bisschen Lufia. Ach, geil. Schön. So macht das Ganze viel mehr Spaß. So ist dieses Spiel einfach auch nicht mehr so still. Das hat mich ja immer sehr, sehr gestört, dass Minecraft so ein brutal ruhiges Spiel ist. Echt schlimm. Naja. So ist das. So, warte mal, Timer. Ja, genau, Timer habe ich gesetzt. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Hallo, Huhn. Das ist so doof. Ich warte jetzt seit Monaten. Seit 3 Monaten warte ich darauf, dass Optifine mal aktualisiert wird. Oder 2 Monate, irgendwie so. Und da tut sich einfach gar nichts. Die sind jetzt, ich habe jetzt mal auf die Homepage geschaut und da stand, die sind bei 99,7%. Aktueller Status, Polishing. Das ist praktisch Feinjustierungen scheinbar machen. Ich weiß auch nicht, das ist echt übel, weil Gott sei Dank läuft Minecraft relativ stabil, aber mit Optifine läuft es halt dann einfach nochmal ein bisschen besser. Vor allem, ich kann einfach ein paar, bestimmte Einstellungen ändern, dass das Gesamtbild von Minecraft ein bisschen sauberer aussieht. Wäre mir schon wichtig, dass es jetzt langsam aber sicher mal in die Gänge kommt. Naja, ich hoffe, dass die nächste Optifine-Version dann stabil genug läuft, dass ich nicht mit Minecraft-Abstürzen zu kämpfen habe. Das wäre nämlich etwas doof. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Bin ja gespannt. 99,7%, also kann ja wohl nicht mehr so lang dauern. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber was Soundtracks betrifft, ich höre unheimlich gerne Soundtracks. Ja, ich weiß, ich bin schon ein alter Sack und normalerweise sollte ich andere Probleme haben, aber ganz ehrlich, erwachsen werden geht so schnell. Deswegen ist, ich weiß nicht, ich finde, man muss immer so ein bisschen Kind bleiben. So innerlich halt, ist ja ganz klar. Deswegen genieße ich es, wenn ich ein bisschen zocken kann, und ich genieße, wenn ich währenddessen Soundtracks anhören kann. Das ist, das ist meine Vorstellung von jugendlich sein, von einfach ein bisschen Kind bleiben, weißt? Weißt du, wie ich meine? Riechst du, wie ich denke? Ich denke ja, oder? Ich denke, du riechst, wie ich meine. So. Widerlich. Pferd, was habe ich dir gesagt? Bleib doch mal in der Garage. So. Sitz. Sitz. Platz. Platzt. Ups. Ja, so klappt es nicht. Okay, so klappt es nicht wirklich. So. Machen wir das nämlich weg, dass es hier ein bisschen abgerundeter aussieht.
Wow, und da hat uns tatsächlich die ganze Erde nicht gereicht. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Das kann es ja wohl nicht sein. Ups. Krass. Hat uns tatsächlich die Erde nicht gereicht. Naja. Dann müssen wir wohl ein bisschen Erde klatschen. Krass. Aber man kann schon mal erkennen, wenn das hier fertig ist, dann haben wir hier eine schöne, ebene Fläche, wo wir unsere Kühe einfach ein bisschen zusammenholen können, dass die alle nicht in der gesamten Welt verteilt sind. Ja, wird schon, wird schon. Wird schon. Ach ja, schöne Musik. Ich mag's einfach, ich feier's. Erinnert mich einfach an meine Kindheit, / Jugend. Ich hatte schon eine schöne Kindheit, muss ich schon sagen. Ich bin echt froh, dass ich in dieser Zeit aufgewachsen bin, so mit Super Nintendo und PlayStation 1 und so. Das ganze Oldschool-Zeug, was von euch wahrscheinlich heute keiner mehr zocken würde. Oder die wenigsten, sage ich jetzt einfach mal. Aber für mich persönlich ist Super Nintendo einfach so eine eigene Liga. Ich weiß auch nicht. Kommt wenig wirklich ran, finde ich. Ist das jetzt meine Meinung? Eure Meinung muss es nicht unbedingt sein. Das bleibt euch natürlich frei überlassen. Gar keine Frage. Ich finde, Super Nintendo ist eine richtig, richtig heftig geile Konsole. Es gibt so viele Spiele und so viele gute Spiele darauf. Ach, so geil. Einfach nur geil. Mein absolutes Lieblingsspiel, Super Metroid. Und was Super Metroid betrifft, ich habe mir ehrlich schon gedacht, dass ich das Spiel auch mal Let's Playen könnte. Ja, ist mir tatsächlich durch den Kopf gegangen. Das ist auch so ein Spiel, ich weiß auch nicht, da kommt halt einfach nichts dran, finde ich. Das ist eine ganz eigene Liga, das ist, ja, ich weiß auch nicht, einfach geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß ja nicht, ob ihr Super Metroid kennt oder ob ihr das schon mal gespielt habt oder wie auch immer. Aber das Spiel, das bietet einem alles, was man sich nur wünschen kann. Da ist alles dabei. Ich finde es einfach nur geil. Kann ich jedem mal empfehlen, zu spielen, der es noch nicht gespielt hat. So, jetzt geht uns gleich unsere Schaufel kaputt. Dann würde ich sagen, ganz ehrlich. Oh, warte mal, Level 29. Das ist doof. Das ist ja doof. Okay, da ist auch schon die Schaufel im Arsch. Dann, ja. Was ist das hier? Ah ja, genau, das ist die alte Höhle hier. Stimmt. Was mache ich jetzt mit dem Level? Ah ja, genau, hier war ja der Spawner. Warte mal. Kann doch bestimmt. Und da geht's auch gleich wieder los. Ach, geil. Warte mal, bin ich hier gleich richtig? Warte mal, ist ein bisschen dunkel hier gerade, ne? Okay, hier bin ich schon mal nicht richtig. Ist aber auch nicht schlimm, weil dann gibt's ja noch eine Richtung hier. Ja, ja, die Klappe. Du alter Schimmelkopf, keine Ahnung. Warte mal, hier bin ich richtig, oder? Oder? Nein, hier bin ich auch nicht richtig. Wo zum Teufel ist der Spawner? Hier? Nein, auch nicht. Wo in aller Welt ist der Spawner hin? Ich will jetzt hier nicht ewig wieder in der Höhle rumgammeln. Hier auch nicht, okay. Hier, oder? Ah ja, genau, hier ist der Spawner. Warte mal. Was ist denn eigentlich, wenn ich...
warte mal. Wenn ich hier ein bisschen zumache, gell? So, gell? Und hier nehme ich einfach jetzt mal alle Fackeln weg. Dass hier schön dunkel ist. Und da kommt auch schon der erste Pisser. Okay, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich, habe ich gerade festgestellt. Das ist ja nicht so schön. Ich weiß ja nicht. Da werde ich auf jeden Fall noch eine XP-Maschine draus machen. Ich muss, wie gesagt, nur gucken, wie genau das funktioniert, weil das ist auch schon ein Weilchen her, dass ich das mal gemacht habe. Muss ich nur aufpassen, weil die spawnen ziemlich schnell und schießen dann sofort los. Du Pisser! Ich muss nur auf unsere Gesundheit achten, weil das wäre sehr ärgerlich, wenn wir jetzt auf Level 29 krepieren würden. Aber pfeiltechnisch bleiben wir gut dabei. So, gleich mal den Pfeil wieder einsammeln. Ja, gut. Die Pfeilausbeute ist jetzt doch nicht so toll. Naja. Warte mal, ich kann doch eigentlich... Was ist denn eigentlich, wenn ich das so mache? Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ach, geil. Warte mal. So. Sind wir gleich Level 30 und dann... Wow! Hey, du Pisser! Was ist mit dir nicht in Ordnung? Okay, ich bin raus hier. Das ist mir hier zu... Hab ich Pfeile? Oh ja, ich habe einen Pfeil. Hallo? Hey, komm schon. Ha! Voll in die Fresse. Ja. Ja. So. So, voll erwischt. Sehr geil. Dann würde ich sagen, ab nach oben, weil wir haben jetzt Level 30 und jetzt können wir ohne Probleme eine Dia-Schaufel machen. Die dann auch gleich verzaubern, weil ganz ehrlich, ist doch scheißegal. Ist doch einfach egal. Diamanten, die werden wir schon finden. Keine Sorge. So, jetzt muss ich nur den Weg nach draußen wieder finden. Oh, die Musik wird wieder unheimlich. Das ist aber nicht so schön. Also, das dachte ich gerade. Ne, hier geht's nicht weiter. Dann wohl hier entlang, oder? Ja, genau, perfekt. Hier? Geht's hier raus? Ich glaube schon, oder? Nee. Irgendwie nicht. Dann wohl in die andere Richtung. Hier entlang, oder? Ja, das schaut schon besser aus. Und es ist natürlich wieder Nacht. Ach, wie immer halt. So, perfekt. Wir sind Level 30 und wir machen uns jetzt einfach mal... Warte mal. Geht das da hier rein? Das geht auch hier rein. Sehr geil. Die Eier gehen auch rein. Ich habe meine Eier gerade weggelegt. Habe ich keine mehr.
Ach, welche denn? Ich hatte nur die eine. So. Ganz ehrlich, bam! So schaut es nämlich aus. Und gleich, warte mal. Bis Lazuli. Gleich mal hier einen auf Zaubermeister machen. Warte mal, wo ist die Schaufel? Zack, zack. Und Effizienz. Boom! Haltbarkeit, Effizienz. Perfekt. Besser geht's nicht. Ach, wie geil. Die Musik ist genau richtig. Ein sehr, sehr erfreulicher Anlass. Ach, schön. Warte mal, ich gönne mir mal ein Gummibärchen. So. Wie geil. Bin voll gut drauf. Und die Nachbarn brennen alle. Wie geil. Stirb, du Penner. So. Hallo, Spinni. Tschüss, Spinni. Sehr geil. Ah, nochmal ein Spinni. Ja, die Axt macht halt einfach mehr Schaden. Die macht 9 und das Schwert macht nur 6. Also, er rentiert sich auf jeden Fall, mit einer Axt auch mal anzugreifen. Es wäre auch, glaube ich, in echt so. Ich glaube, eine Axt macht dann doch mehr Damage als ein Schwert. Naja. Vor allem so eine Streitaxt aus dem Mittelalter, das ist ja voll die brutale Mörderwaffe, hey. So, voll in die Fresse. Ah, mein Inventar ist schon wieder voll. Okay, dann machen wir das eben schnell leer. Jetzt bist du schon wieder draußen. Meine Fresse. Naja, dann ist es so. Den tun wir gleich mal hier rein. Das tun wir auch da. Oh, woher habe ich das? Ach ja, natürlich. Warte mal. So, weg damit. Das ist ein Eichensetzling, ja, den müsste ich hier nicht auf. Warte mal. Damit ich weil das ist hier gerade, das ist gerade echt schlimm. Ich muss irgendjemanden einen Namen geben. Warte mal. Das kommt hier hin. Ja, genau. So. Habt ihr denn eigentlich schon gewusst? Warte mal. Ich muss ein Schaf finden. Wo ist denn das Schaf? Ach ja. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube... Ah, wir müssen... Ach klar. Meine Fresse, bin ich doof. Wir müssen doch dem Ding erstmal... Ach, das Namensschild müssen wir doch selber erstmal benennen. Und da gibt es einen lustigen Trick. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Wahrscheinlich schon. Jetzt nenne ich das Ding... Warte mal. Namensschild, das nenne ich jetzt einfach mal Bodenstrich. So, glaube ich. Irgendwie so. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Wenn nicht, dann ist es halt einfach ein merkwürdiger Name. Ist mir dann auch egal. Und das nenne ich jetzt Boom! Und natürlich hat es nicht geklappt, weil ich es falsch gemacht habe. Ach, ich bin so cool. Ach, ist doch scheißegal. So, und das ist halt in der Aufnahme. Das ist äußerst peinlich. Aber ganz ehrlich, ist doch scheißegal. Ich glaube, das Schaf, das wird sowieso irgendwann mal abgeschlachtet und dann können wir das wieder machen. Ich habe lauter Scheiße dabei. Das ist echt, echt schlimm, ey. Warte mal, das da kommt auch hier rein. So, habe ich jetzt noch irgendwas dabei? Warte mal, das kann auch da rein. So, das eigentlich auch. Kann man ja später wieder mitnehmen. Aber jetzt ist erstmal...